06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Andrew Wooten, ihr gewinnt ein Heimspiel mit 3:0 gegen den SV Lippstadt. Ich glaube, dann kann man einfach wieder von einem rundum gelungenen Nachmittag sprechen. Ja, auf jeden Fall. So haben wir es uns vorgestellt. Ich glaube, wir machen mit der ersten Chance das Tor. Vego hat den super gemacht und wir haben auch gut gespielt. Wir haben den Gegner in der eigenen Hälfte spielen lassen. Da haben sie uns nicht wehgetan und wir haben dann gute Akzente nach vorne gesetzt und waren effizient heute. Und in Summe ja auch ein sehr souveräner Auftritt, also wirklich Chancen hatte Lippstadt ja heute gar nicht. Nee, ich kann mich jetzt an keine Chance von denen erinnern und wir haben es einfach gut gemacht und wir wissen, was wir können und jetzt wollen wir nächste Woche weitermachen. Und selbst auch heute ein sehr, sehr schönes Tor erzielt. Ja, das stimmt. Haben mal gut getroffen, aber bin einfach froh, dass wir 3:0 gewonnen haben, souverän gespielt haben und so kann es weitergehen die nächsten Wochen. Marc Lorenz, ihr gewinnt gegen einen guten Gegner, gegen einen SV Lippstadt mit 3:0, macht ein sehr souveränes Spiel. Haken hinter die Partie, kann man so einfach sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir haben schon zwei Säulen ersetzen müssen mit Dennis und Rambo vor der Abwehr. Aber großes Kompliment an Yassin und Darius. Auf jeden Fall sehr gute Leistung. Ich denke, sehr gute Mannschaftsleistung auch. War nicht einfach gegen den Gegner. Man sieht, wie andere Mannschaften sich auch schwer tun gegen den SV Lippstadt. Man muss sich erstmal Torchancen erspielen gegen so einen Gegner, der kompakt steht und auch echt gute Umschaltspieler hat. Aber ich denke trotzdem, im Großen und Ganzen geht der Sieg absolut verdient. Vor allem defensiv auch eine sehr, sehr gute Leistung. Also ihr habt ja gar nichts zugelassen. Ja genau, es war glaube ich eine Ecke in der ersten Halbzeit, die einmal ganz, ganz gefährlich verlängert wurde am Anfang und sonst wirklich sehr, sehr abgeklärt hinten. Haben auch sehr einfach heute gespielt, weil die Bodenverhältnisse doch schon sehr schwer waren, würde ich mal sagen. Aber trotzdem Kompliment an die Platzwerte, die da wirklich einen super Job machen und den Platz so hergerichtet haben. Aber großes Kompliment an die ganze Truppe, wirklich super und schöner 3:0 Erfolg. Du hast dir selbst mal ein Herz gefasst, wie man es im Fußball so schön sagt. Ja, auf jeden Fall. War schön heute auf jeden Fall. War besonders für meine Tochter, die heute Geburtstag hat, leider nicht im Stadion war. Aber hat endlich mal wieder gut getan, auch selber zu treffen. Und ich denke, mit dem 2:0 war dann doch deutlich mehr Ruhe auch wieder im Spiel. Und war schön, dass wir dann noch einen dritten drauflegen konnten. Sascha Heldmann, ihr gewinnt gegen einen guten Gegner mit 3:0. Ich glaube, dann ist der Trainer einfach zufrieden mit seiner Mannschaft. Ich bin sehr zufrieden. Es war ein das erwartet hartes Spiel auf einem schwer bespielbaren Boden. Und deshalb hatten wir gerade am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, den Gegner da zu packen. Es war trotzdem so, dass wir sehr kompakt gestanden haben, haben eigentlich gerade in der ersten Hälfte fast überhaupt keine Torchance zugelassen, in der zweiten Hälfte auch so gut wie keinen Torschuss, sodass wir sehr gut verteidigt haben, sauber wegverteidigt haben und vorne sehr schöne Tore erzielt haben. Die Mannschaft hat sich für einen sehr engagierten Auftritt belohnt heute mit den Zuschauern zusammen, einfach ein schönes Spiel gezeigt, denke ich, hinten raus sowieso. Und dann kann man natürlich sehr zufrieden sein. Man muss heute die Jungs loben, die reingerutscht sind und in der Mittelfeldzentrale eben eine große Lücke gut gefüllt haben. Das muss man auf jeden Fall tun, gerade die Jungs. Der Yassin Bunchama, der da auf dieser Position selten spielt, hat das ganz hervorragend gelöst. Darius Shindovian völlig aus dem Stand, aus dem Kalten heraus. Ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt, wirklich tolle. Marvin Benjamins auf der 10. Also ich will nicht alle einzeln da jetzt, das wäre unfair gegenüber den Jungs, gerade was die Abwehr heute gezeigt hat mit Thomas Koch, mit Ali und mit Simon und mit Max. Das war auch schon, oder mit Marc. Also, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Von vorne bis hinten war das echt ein absolut gelungener Auftritt von uns und da macht es auch einfach Spaß. Jetzt sind es 9 Siege in Folge, das unterstreicht dann auch einfach, in was für einer Form ihr euch befindet. Ja, du weißt, das sind 9 Siege in Folge, das ist super und das ist auch, glaube ich, irgendwie Rekord oder so. Was? Müssen wir nochmal nachlesen. Keine Ahnung. Ist mir auch völlig egal in dem Sinne, weil wir uns auf das nächste Spiel, Samstag, Rödinghausen wieder konzentrieren. Und ob das dann der 10. Sieg ist oder der 11. oder der 12., mich interessiert das nächste Spiel und darauf legen wir den Fokus und dafür geben wir wieder diese Woche Gas.